Schon Wahnsinn, oder? Hi, heute zeige ich euch meine weitere Neuheit von Lego in Star Wars, diese Titans Interceptor, noch ein weiteres Polybag. Nur nicht in Zeitschriftenform, sondern in Einzelpolybag-Form. Das ist eher mit diesen großen da vergleichbar oder sogar mit dieser OCS-Variante davon, die ich mir niemals anschaffen werde, weil ich das Geld in 100.000 Jahren niemals ansparen können werde. Aber erstmal. Ein paar Pokémon-News während des Aufbaus. Und wenn ihr euch den Aufbau nicht anschauen wollt, dann verpasst ihr Pokémon-News, wie ich an die Grenze gekommen bin. Und ihr könnt das Ganze erreichen, indem ihr einfach dann einen Timeline vorskippt. Ich glaube, das brauche ich so eine kleine neue Kelle. Ich muss einfach mal ein bisschen zumachen. Die Sonne brutzelt mich weg, ey. Schon viel angenehmer hier, ey. Die Sonne, das ist einfach nur absolute Vollkatastrophe. Aber ja, hoffentlich kann man es diesmal sehen. Ja, was sage ich diesmal? Das ist ja genau umgekehrt der Reihenfolge egal. Coole Teile, das gefällt mir sehr. Was soll ich? Hä? Was? Ach, das wird der mittlere Teil. Ach, stimmt, das ist ja schon wieder sowas Fummeliges, ne? Also, Pokémon. Am Samstag, dieses Wochenende Samstag, das heißt, heute vor ein paar Tagen, der Samstag, der war. Da habe ich es doch irgendwie geschafft. Also am Freitag habe ich erst mal Rokkaro gefangen. Ich dachte mir nichts bei. Außer vielleicht, ja, danach kommt bestimmt die Janze, so wie es angeblich zumindest heißt. Und so war es dann auch. Am Samstag habe ich dann die Janze gefangen. Und die Janze zu fangen ist halt eben was sehr Spezielles. Ich dachte immer, dass so wie die das fangen, ich kann es viel besser. Aber nö, die Janze kann man nur so fangen, indem man halt einfach. Beim Fangen von Dianze bekommt man übrigens nur Pokebälle. Ich dachte erst, alles klar, ich werfe einen Ball extra daneben, damit ich da raus kann, irgendwann, wenn ich keine Bälle mehr habe oder so. Aber schon beim ersten Mal extra daneben werfen, was gar nicht mal so einfach ging, hat das Ganze abgebrochen und der Professor hat zu mir gesagt, nicht so schlimm, ich gebe dir noch eine Chance, irgendwie sowas. Und dann habe ich mich halt eben erstmal geärgert, dass ich es dann doch nochmal machen musste, denn ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Aber egal, ich musste es halt eben dann nochmal machen und also mit diesem Ball meine ich meine nicht fangen, sondern ich musste diesen Ball noch weiterhin verwenden. Das war gar nicht so gut. Und dann habe ich erstmal alle Pokebälle gelöscht. Da habe ich es nochmal versucht, meinen Dienst abzuholen und dann war das Problem. Ich bin auch schon mal überlegen, kann es nicht sein, dass es DLC ausgesprochen wird, so wie Beyoncé zum Beispiel. Die macht ja irgendwie Musik, die hat ja auch so einen komischen Namen. Ne, ich glaube ja nicht, oder? Egal. Und, ach so, ich soll die noch nicht da dran machen. Ich soll ja erst da noch von oben runter machen. Das heißt, es ist auch falsch, oder? Ja, es ist auch falsch. Das war gar nicht gut. Dann, nachdem ich alle Pokébälle gelöscht habe, habe ich mir nochmal versucht, die Janze abzuholen. Und da war das Problem. Ich musste halt eben diese Bälle verwenden. Also ich habe trotzdem wieder Pokébälle bekommen, obwohl ich alle Pokébälle gelöscht habe. Das heißt, ich musste halt eben die Janze mit Pokébälle fangen.
Und der konnte aber auch fast gar nicht daneben werfen, sowas programmiert. Und das Ganze war aber dann auch nochmal so gemacht, dass jedes Mal, wenn man geworfen hat, mit den nur Pokébällen, die man wahrscheinlich reichlich ohne Ende zur Verfügung gestellt bekommen hat, da konnte man halt eben gar nicht. Man konnte auch keine Beeren füttern. Es war genauso wie wenn man einen Shaman versucht zu fangen. Kann man auch keine Beeren geben oder Meleta. Kann man auch nichts machen. Kann man auch nur Ball werfen und hoffen, dass es klappt. Genauso wie auch bei Dianzel. Da kann man auch nur. Ich setze es einfach irgendwie drauf. Ich glaube, es fällt nicht auf, wenn die Schale falsch rum drauf ist, oder? Egal. Bei Dianzel kann man auch einfach nur Bälle werfen und fangen. Also Bälle werfen, Bälle werfen, Bälle werfen, Bälle werfen. Und Dianzel befreit es den immer wieder. Man kann keine Bären geben, man kann die Bälle nicht mal wechseln. Das geht nicht. Man kann nur Pokebälle auf Dianzel werfen. Und beim Werfen gibt es auch keinen Farbkreis. Da kann man nichts machen. Man kann nur Ball werfen. Man kann Kurvenbälle werfen, man kann Geradebälle werfen. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die man beim Dianzel fangen machen kann. Und das auch nur mit Pokebällen. Selbst wenn man alle gelöscht hat, bekommt man trotzdem Pokebälle. Und so ist es eben so, dass Dianzel sich befreit, nachdem sie sich wieder befreit hat. Und dann, wenn Dianzel sich erstmal befreit hat, nachdem sie sich befreit hat, befreit sie sich nochmal. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Dianzel zu fangen ist ein ewig anhaltender Ärger, weil dieses Pokémon sich die ganze Zeit befreit. Und das Schlimmste daran ist, dagegen kann man auch nichts tun. Was für ein Ärger, echt. Es geht die ganze Zeit so weiter. Dianzel fängst du, dann befreit Dianzel wieder nur, damit du es wieder fangen kannst, damit sich dieses Pokémon sich wieder befreien kann. Es geht die ganze Zeit immer und immer so weiter. Irgendwann hast du dann die Einzelnen dann doch gefangen, nachdem du schon dachtest, komm, lass mich doch in Ruhe und. Also, es ist auch schon so widersprüchliches, ne? Komm, lass mich doch in Ruhe. Ich meine, warum sage ich denn überhaupt komm? Da kann ich doch nicht davon verlangen, mich in Ruhe zu lassen, ne? Also, finde ich, egal. Aber es ist halt eben dieser komische Spruch, komm, lass mich doch in Ruhe. Also komm zu mir her und lass mich in Ruhe. Hä? Das ist doch ein Widerspruch in sich, aber das sagt man so. Ja, weil halt einfach. Ist schon immer so wahr und darum muss es auch so sein. Menschen halt eben. Und ja, so ist halt eben nur mal die Eins zu fangen. Und ich hatte übrigens, es war so ein 2 Sterne, wenn überhaupt. Nein, es waren schon 3 Sterne, aber es waren die schlechtesten 3 Sterne aller Zeiten. Und ich hatte sogar noch ein kleines Dianze. Mir ist egal, ob es groß oder klein ist, aber es heißt, die Größe spielt auch eine Rolle. Jetzt habe ich halt eben keine andere Möglichkeit. Ich habe das Pokémon. Ich habe nur die eine Möglichkeit. Ich kann nichts machen. Ja. Trotzdem. Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach nur schlimm. Es geht aber auch einfach nicht anders. Es ist so. Die ganze zu fangen ist einfach nur ein einziges Elend. Es macht keinen Spaß. Und also finde ich. Und damit soll ich auch noch klarkommen. Ich habe keinen Bock auf die ganze, aber ich muss das Pokémon fangen. Ich kann es in diese Feldforschung lassen, aber irgendwann muss ich es ja eben trotzdem fangen. Es sei denn, ich lasse es einfach in diese Feldforschung so lange zurück, wie ich meine, aber na, ich weiß auch nicht. Und jetzt soll ich schon wieder Cliff, Alo und Sierra besiegen. Also Sierra und Alo habe ich schon besiegt, jetzt nur noch Cliff dran. Und schon bei Sierra habe ich aufgegeben, weil die ihr Milotic hatte. Und Milotic
Ich hätte schon eine Geheimwaffe, mein 100er Event-Reitschuh mit Weihnachtsmütze. Das ballert. Aber dann war die Melotic schon wieder nicht mehr drin und ich habe halt eben schon mal 100er Reitschuh drin gehabt und naja, ist halt eben immer so mit den Rüpeln. Und jetzt soll ich noch ein zweites Mal Giovanni besiegen. Ja, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, Giovanni zu besiegen. Ich habe dafür ein Krypto, weil es ja von Rüpel ist, Regigigas erhalten. Das war echt cool. Wie schräg soll ich das da anwinkeln? Ich weiß es nicht. Und ja. Aber ja. So ein Melotic zu fangen. Nein, nicht Melotic. Nochmal. So ein. Ach, wie heißt das Pokémon nochmal? Dieses Feen-Pokémon zu fangen ist schon echt ein Elend. Es macht keinen Spaß. Aber das muss so sein. Es geht dann nicht anders. Es, ja. Also ich hätte eben keinen Spaß damit, denn ich konnte ja nicht selber für mich entscheiden, was für einen Ball ich dafür überhaupt nehmen will und was für eine Beere und ob ich überhaupt eine Beere diesem Pokémon geben will dafür. Ja, fangen, werfen. Pokémon tausendmal ausbrechen lassen, bis sich irgendwann fangen lässt und drin bleibt. Aber ein Vorteil bei diesen seltenen Pokémon, also bei diesen ausschließlich gefristeten Pokémon, ist halt eben, dass sie eben auch nicht flüchten können, denke ich mal, hoffe ich zumindest. Aber es war eben auch nicht so ein Pokémon wie zum Beispiel Meltan. Meltan zum Beispiel könnte rein theoretisch, denke ich mal, schon flüchten, oder? Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal so davon aus, dass so ein Meltan flüchten könnte. Und ja. Ich bin schon auch echt am Überlegen, also für dieses Video habe ich mir überlegt, ich will dieses Video irgendwie auch noch mit Kein Held am Freitagabend nennen, weil ich es lustig finde. Kein Held am Freitagabend, es gibt ja einen Held des Steine, der hat so einen weiteren Kanal auf YouTube, den nennt er der Held am Freitagabend. Ich will dieses Video aber nennen Kein Held am Freitagabend, weil ich ja kein Held bin, aber es ist trotzdem Freitagabend. Darum, so. Das habe ich jetzt falsch rumgebaut, ne? Oder? Ja, ich denke mal schon. Diesen Slope habe ich tatsächlich falsch rumgesetzt. Denn der Schnabel, also das schmale Ende vom Slope, soll ja zum Rasterkonnektor zeigen. Und. Da kann ich jetzt rein theoretisch auch nichts falsch dran machen, oder? Oder doch? Denn da kann ich es nicht, doch, da kann ich es auch dran machen. Aber ich soll es halt eben so setzen, dass es genau aufeinander geht. Ah, das, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass es, ich weiß auch nicht, wie viele Rasterstufen ich das halt eben so, ich mache einfach mal so, irgendwie wie es passt. So vielleicht, oder? Nochmal eins weiter hoch, oder? Oder doch nicht? Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll. Das ist auch nicht ganz so einfach. Also schon zu bauen, aber ich weiß nicht, wie ich das da einstellen soll laut Plan. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Außerdem reiße ich auch ständig die Flügel so und so ab. Das ist schon Ärger. Ich versuche es mal irgendwie einigermaßen halbwegs hinzubekommen. Auch wenn es nicht so einfach ist. Aber mein Vergleichsvideo, ich meine, mein Vergleichsset dazu wartet ja auch noch. Das muss ich vor allem auch noch ins Zielbild reinpacken. Gefällt es mir jetzt so? Nö. Ist es einigermaßen gerade? Nö, also eins nach unten, eins nach unten, eins nach oben, eins nach oben. Und es ist trotzdem nicht gerade, obwohl das genau. Oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Es ist halt eben ziemlich frontlastig, Ende. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele es von diesen, weil da keine Teilübersicht drin ist, egal.
Von ich vorhin gebe, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns von Lego Star Wars den neuen TIE Interceptor passend, also Polybag-Variante passend zum neuen TIE Interceptor UCS-Variante davon an, das ja auch schon mittlerweile rausgekommen ist. Heute am Freitagabend zeige ich euch das mal im Vergleich zu. Hör auf. Ich habe das immer noch nicht weggeräumt. Ich muss es mal wegschmeißen. Das gibt's ja nicht. Ich habe es echt immer noch da. Das ist alles leer. Ich muss jetzt gleich dran denken. Das gab es ja immer in der Zeitschrift. Das gab es auch mal als UCS-Version. Da war es halt eben so, da gab es auch schon diese roten, wie ich es gesehen habe. Und hier haben halt eben. Ich habe auch die 100-Euro-Variante davon, zusammen mit dieser weißen Platte davon. Längst weggepackt, hole ich auch nicht mehr raus, das passt so. Ach, so rum ist es ja abgebildet, naja. Wir haben hier einen bedruckten 2x2 Parabolspiegel in Chance Clear. Ich weiß nicht, ob ich es richtig cool drauf genoppt habe. Ich habe es einfach mal irgendwie gemacht. Und so sieht es von allen Seiten aus. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt den Winkel richtig getroffen habe. Ich glaube eher weniger. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass überhaupt etwas passt, aber ich habe versucht, es irgendwie einzustellen. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Set. Also ich finde es überhaupt nicht einfach. Ziemlich fummelig auch. Aber wer es anders sieht, herzlichen Glückwunsch, hat bestimmt eine Menge Spaß damit. Hoffe ich zumindest. Das ist die Zeitschriftenvariante davon. Und ich finde, so Vergleiche sind immer cool, oder? Ja. Also. Ja, jetzt wisst ihr schon mal, wie es bei mir im Pokémon war. Und am Montag diese Woche hatte ich auch noch einen Pikachu gefangen. Ey, das war cool. Nein, es war am Freitag. Ich meine Freitag, am Mittwoch. Mittwoch war Feiertag. Doch, am Mittwoch habe ich, Mittwoch früh habe ich Pikachu in der Feldforschung gefangen. Das war geil. Endlich mal wieder ein Pikachu. Dafür auch diese 20 Pikachu-Bonbons. Ich brauche keine Pikachu-Bonbons, aber die gehen zum Glück ja auch nicht in mein Itembeutel rein, sondern die bleiben einfach so stehen und die können auch keinen Platz wegnehmen, weil man ja nicht löschen kann. Und alles, was man nicht löschen kann, nimmt auch keinen Platz weg bei Pokémon Go. Und jetzt haben wir hier den TIE Interceptor in Pullback-Form. Cool. Das ist ein ziemlich freundlastig, das heißt, kann man auch nicht richtig einstellen. Ich weiß auch nicht mal, ob ich den richtigen Winkel dazu getroffen habe oder ob es schief ist oder so. Es ist echt schwer einzustellen. Es ist eigentlich gar nicht einzustellen. Ist einfach so. Wir haben hier teilweise Verkleidungen, weil Star Wars cool und so. Und ja, toll. Auch immer, es soll. Keine Ahnung. Echt. Hashtag, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal die Angstpunkte nach vorne versteckt. Ich hoffe, die kann man nicht sehen. Hashtag, keine Ahnung. Ich finde, da passt auch ganz gut so. Ich habe dieses Aufbauvideo dazu genutzt, damit ich euch was von meinem Pokémon Go, damit ich euch was über meinen Glanzefang auf Pokémon Go erzählen konnte. Das war eigentlich der einzige Hauptgrund und nicht dieses Set, aber ich dachte, kann man trotzdem machen. Immer das Titelbild. Sonntag schauen wir uns von Lego City Space noch was an und dann am Montag auch noch mal was. Was war, habe ich vergessen, aber ihr werdet es dann sehen. Bis dann erstmal. Ciao, bau, bau.